Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Coral Island. Ja, das spielen wir. Und zwar wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, die Abstimmung, wen wir heiraten sollen, läuft immer noch. Den Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Kann ich das jetzt nicht schon wieder vergessen habe. Aber müsste. Und Spenden von Gegenständen an das Museum. 19 von 50. Ist ja easy. Krieg ich ja locker hinten. Genau. Die Dings ist noch so am Machen. Die Abstimmung läuft noch. Ich glaube, ich werde sie noch bis zum Ende. Hallo? Wieso nimmt er die jetzt nicht alle? Die sind doch alle reif. Naja, okay. Wird schon. Genau, die Abstimmung läuft noch bis Ende. Auf jeden Fall bis Ende des Sommers. Und ja, da gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Außer das, was ich gesagt habe. Ich habe auch nachgeguckt, derzeit wieder, der jetzige Stand von diesem Stream ist es so, dass Yuki und auch Yuki Suri liegen auf Platz 1 und 2 und Eva auf Platz 3. Das sind so die drei, denen ich versuche, mal Sachen zu schenken, wenn ich sie sehe, wenn ich dran da, wenn ich daran denke. Und die Komposttonne. Ja. Ach, ich habe keinen Müll im Inventar. Das ist es. Genau. Das sind so die zwei Sachen. Und die man sich da dann noch so ein bisschen arrangieren muss. Erstmal. Machen und tun. Habe ich nicht noch irgendwelche Aufgaben, von denen ich noch irgendwas weiß? Stadtaufwertung. Quest. Bringe Opfer da. Ich habe mir auch ein bisschen was hier überlegt, wie ich hier was machen möchte. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das am besten umsetzen kann. Aber ich werde mir Mühe geben. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was bauen. Ich muss auf jeden Fall... Wo ist die Karte hier? Da, der Gemischtwarenladen. Ich habe nämlich gesehen, Yuri mag sehr wohl Muscheln. Allerdings in... ganz verschiedene Muscheln. Nicht die, die ich am Strand finde, sondern die, die ich im Meer finde. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall mal wieder tauchen gehen. Hat er jetzt offen? Ja, hat er. Eine Quest. Kalender. Wer hat denn? Wir haben den 13., ne? Das heißt, die nächste, die Geburtstag hat, ist Ling. Ja, okay, dann... Die ist nicht hier drin, ne? Nee. Dann gehen wir schnell rein, holen uns... So. Holen uns noch so Saat. Einkaufen. Ähm, 18 Stück. Oh, das ist... Das ist teuer, aber das ist egal, das kriegen wir hin. So. Und dann holen wir uns noch mal kurz eine Steckrübe raus. Und dann suchen wir Eva. Jung. Obwohl, muss ich Dünger herstellen? Dünger. Oh. Mist. Ich dachte, ich hätte. Aber okay.
Das ist aber vollkommen in Ordnung. Es war nicht so, wie es mir erhofft hatte. Aber wir können schon mal 9-mal Dünger. 4 Dünger drinne? Nee. Da ist aber der Saft drin. Ist hier Dünger drinne? Nee. Dann können wir schon mal die ersten 9 anpflanzen. Und dann kommt... Mache ich hier das rein? Ach, hier kommt die Ernte rein. So. Gegenstand kann hier nicht verwendet werden. Doch, kann er. Oder? Easy. Ich hatte mir nämlich jetzt schon mal ein bisschen überlegt, wie ich das doch umgestalten wollte. Eine brauchen wir. Ich hoffe, dass das nicht so laut ist. Aber eigentlich dürfte es nicht so laut sein. Wir haben ja auch schon mal ein bisschen Opfergabe für den Altar. Vielleicht ist Eva ja da ganz in der Nähe. Aber ich weiß auch nicht, wo Eva steckt, tatsächlich. So, Eva. Jetzt ist im Gemischtwarenladen. Ich fasse es nicht. Und hier ist eine Versammlung. Gehen wir doch mal gucken, wenn wir doch schon da sind. Gehen wir doch mal gucken. Es ist 11.30 Uhr und ich habe das Gefühl, schon der ganze Tag ist rum. Es geht mir aber auch im echten Leben so. Ah, die machen Sport. Ja, nice. Da will ich nicht stören. Macht ruhig weiter. Also, ne? Man soll ja nicht beim Sport stören. Hasse ich auch immer, denn wenn ich beim Sport gestört werde, dann mache ich nie weiter. Und mache erstmal eine monatelange Pause. Ich liebe es, wie es in Sams Laden riecht. In den meisten Läden riecht es seltsam, aber wir sorgen dafür, dass es hier blitzsauber bleibt. Außerdem hast du deinen Ofen. Danke! Bitte. Sehr gut. Wollen wir hoch zum Tempel? Eigentlich schon, ne? Seetempel. Man ist ja nicht so weit. Können wir gleich noch ein paar Sachen abgeben. Ich denke nicht, dass ich die alle zusammen gleichzeitig abgeben muss. Sondern kann halt auch ein bisschen versetzt vielleicht das eine oder andere abgeben. Ich hoffe ja, dass im Prinzip noch Leute hierher ziehen. Ich hab den doch noch. Sehr gut. Es hat das Vieh mich zwar ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber geil. Manchmal verwende ich Wolle und frische Blumen anstelle eines Pinsels. Abwechslung macht Spaß. Okay. Ich hab den ja noch auf Anschlag. Ja, sehr gut. Falsche Richtung. Ich muss hier runter. So, was brauchtest du? Das wollte ich machen. Und du brauchtest davon 10. Davon 10 und davon. Davon brauchst du 5. Ah, jetzt habe ich auch das Dings nicht mitgenommen. Ist egal. Seht ihr schon, das zählt. Da brauche ich auch 5. Aber das habe ich nicht. So.
So, wie komme ich jetzt am besten nach Hause? Den Weg, den ich gekommen bin. Was anderes wird mir nicht übrig bleiben. Dann kann ich ja jetzt ein bisschen noch sauber machen. Geht das hier so auch runter? Ja, wenn ich hier so runtergehe, geht das bestimmt. Muss halt gleich nur den einen Weg komplett runter. Oh, da oben ist der Bürgermeister, glaube ich. Ich muss auch mal gucken, wie viel Stein ich habe. Ich möchte ganz gerne Steinwege herstellen. Das müsste ja funktionieren. Ich habe nur 17. Egal. Machen wir mal 20. Boah, das ist schon laut, ne? Das ist schon laut. Na, war gut beim Sport? Du kannst dich auf mich verlassen, wenn es um einen guten Haarschnitt geht. Wenn du also jemals das ändern möchtest, komm einfach in den Salon vorbei. Ist das dein Frühlingslook? Sieht nach Country-Style aus. Ja, Entschuldigung. Ist so unfreundlich. Warte, wir können gleich mal den Schmetterling spenden. Dann habe ich den nicht mehr in meiner Tasche. Muss man ja auch dazu sagen, ne? Ich glaube, weil den Schmetterling habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespendet. Bäm! Ich habe Glas bekommen. Ist wichtig. Daraus kann man ja Fiolen machen, wo wir Extrakte herstellen brauchen. Und irgendwie so... Oder so ähnlich. Aber ich finde es gut, dass die einfach anstatt... Weißt du, er ist der einzig kluge Dude da oben. Der setzt sich wenigstens auf die Bank zum Lesen. Alle anderen bleiben einfach komplett stehen. Also nichts für ungut, ne? Aber ich finde, beim Lesen zu sitzen ist wesentlich angenehmer als halt stehen. Aber gut, wenn die das... Wenn sie stehen wollen, dann sollen sie stehen. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu verurteilen. So, davon brauche ich noch. Nein! Kommst du mal wieder her. Du kommst dahin. So, was ich nämlich machen möchte, ist, ich möchte zum einen zum Teil schon mal die Wege platzieren und zum anderen hier hinten schon mal Sachen machen. Ne? Ich denke, ich hau erstmal wie bekloppt erstmal hier rein. Kann ich das nicht so? Nee. Ich muss schon die Sichel nehmen, ne? Und baue mir hier mal so eine Schneise schon mal. Okay, ich muss das leiser machen. Das geht gar nicht. Wieso ist das denn auf einmal so laut? Kann doch nicht angehen, dass das so massiv laut ist. Ich denke mal, ich werde nur zwei brauchen. Hoffe ich zumindest. Sprich zwei. Hey, Skinner. Dass der Weg zwei breit ist. Das war jetzt so meine Idee. Jetzt hau doch runter das Ding. Ich brauche eine bessere Axt. Saft und Holz. Na komm. So, den haben wir auch schon mal weg.
So, mein Plan ist es nämlich. Hoppala. Hier, so. Ah, der ist 3. Das ist ja kacke. 1, 2, 3. Aber 3 ist doof, ne? Der verbraucht ja mega viel an Steinen. Ja gut, aber ich werde mal so viel. Ich denke mal, dass ich viel Stein haben werde. Ab da so nur, dann sollen hier so Bäume hinkommen, so Obstbäume, dachte ich. Solange ich keine Obstbäume habe, kann von mir aus da das Gras wachsen. Das ist mir so ein bisschen egal, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber ich will schon mal den Weg halt so haben und den Zaun. Ja, da ist der eine Kiefernzapfen. Ach komm, als ob. Du fühlst dich langsam müde. Ah, geht noch. Was ist denn da? So. Mein Bildschirm ist auf einmal auch so ganz komisch. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Du kommst rein. Du kommst erstmal ganz kurz hier hoch. Ah, ich brauche 20. So, nee. Davon brauche ich nämlich nur 10. Und davon brauche ich 5. Und dann ab dafür. Da. Also ich muss mich schon sehr müde fühlen. Oh, Eva hat einen Plus gekriegt. Und ich habe 644 geerntet. Verdient. Regnet's? Nö. Warum sollte es auch regnen? Sprössling. Sieht aus, als wärst du dafür bereit. Das hier ist der Basissprinkler. Platziere ihn auf dem Feld und erwässert einige deiner Feldfrüchte. Und das Beste daran, du kannst so viel davon anfertigen, wie du willst, vorausgesetzt, du hast die Materialien. Wenn du frisches Frühlingsgemüse hast, schick mir noch bitte welche. Deine Nachbarin Zuki. Frühlingsgemüse. Steht da auch was für ein Frühlingsgemüse oder ist das jetzt total Latte? Oh, ich kann den auch. Der zickt bei mir mal ein bisschen rum hier. Ich meine, Frühlingsgemüse wäre ja doch im Prinzip das. Oh, komm her hier.
Aha. Er macht denn hier nur 8. Was sagt denn die Quest? Grüner Smoothie. Zuki. Ich bringe ihr eine Steckrübe. Komm zur leeren Hütte im Wald. Wir verkaufen dir Gegenstand. Zur leeren Hütte? Hier oder was? Ja, erstmal wird gegossen. Geht ja nicht. Auch wenn ich eigentlich gegen Sprinkler bin, aber das wird mir am Anfang wahrscheinlich gut tun. Bis ich im Prinzip 3x3 Felder, also meine 9 Felder mit einmal gießen kann, dann ist das denn von mir aus Jacke wie Hose. Ich könnte denn auch gleich hoppala. Braucht denn 8? 8 plus 9 sind 17, ne? Ja, meine Bude ist halt noch minimalistisch, aber nur minimal. Also, wenn er sagt, komm zur leeren Hütte im Wald, gehe ich davon aus, er meint jetzt die Hütte, wo er wohnt. Ey, hier habe ich mir ja auch was vorgenommen, ne? Warte. Da ist der Häuptling. Ich gehe davon aus, er meint die Hütte. Shit. Das wollte ich jetzt nicht. Ist er jetzt schon weg? Ich komme da jetzt nicht hin, oder wie? Hä? Ah ne, das ist Herstellung. Örtlicher Erzeugnisextraktor. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was für eine Hütte? Erhöhter Sprinttempo. Gegenstände von besserer Qualität zu sammeln oder doppelt, ja, lieber von besserer Qualität, würde ich sagen. Das sagt mir jetzt aber immer noch nicht, was ich machen soll. Hier, Extras. Ach so. Ah, ich habe Fitz kennengelernt. Notizen. Komm zur leeren Hütte. Im Wald. Wir verkaufen den Gegenstand. Ist das hier nicht leere Hütte im Wald? Nee. Guck mal, wo könnte noch eine leere Hütte im Wald stehen? Da oben ist noch ein Fremder. Sonst gibt es keine leere Hütte im Wald. Weil das ist ja alles besetzt. Das sind Scheunen. Hier vielleicht, dass das eine Hütte ist, aber ich könnte mir das jetzt nicht so vorstellen. Ich glaube schon, dass er hier seine Hütte meint, oder? Aber ich komme da nicht hin, weil... Baum. Ja, du baust ja immer so groß. Wenn ich mir mal überlege, wie du immer bei deinem Spielen baust, bist du derjenige, der immer so... Jetzt muss ich aber auch gucken, wo Suki ist, ne? Ah, die ist im Coral Inn. Sehr gut. Du baust doch immer riesig. Hauptsache groß. Das meine ich, ich komme hier nirgends wohin. Das ist mega anstrengend.
Ich habe hier keinen anständigen Weg, der mich irgendwie mal kurz hier rausgeleitet, damit ich da mal zu Suki kann. Während ich den Weg hier runtergelaufen bin, ist Suki schon längst weg. Junge. Ist sie immer noch da? Die ist immer noch da. Oh, Gott sei Dank. War ein Käfer. Aber den könnten wir jetzt eigentlich auch tauchen gehen, ne? Im Gasthaus muss immer so viel geputzt werden. Aber mir macht das nichts aus. So bleibe ich in Bewegung. Danke! Ist das ein Scherz? Ich glaube nicht, dass die Leute hier Veilchen besonders mögen. Okay. Aber habe ich die Quest denn jetzt erfüllt? Okay. Ja, habe ich. Aber es gab nur Freundschaft dafür. Sie wollte nur Freundschaft. Sie wirkt vertraut, ja. Komm, tauchen! Und zwar tauche ich jetzt nicht, weil ich jetzt unbedingt die krassen Sachen hier machen möchte. Sondern zum einen... Das wollte ich nicht. Ich wollte so machen. Ich suche tatsächlich eher Muscheln. Okay, da kann ich nicht lang. Hier nehme ich so eine pazifische Auster, scheint Yuri zu mögen. Ah, hier unten geht's weiter. Oh, guckt euch das an. Das ist so traurig. Das ist ein Seeigel, den kann ich doch bestimmt auch ernten. Ja. Also ich werde auf jeden Fall... Oh, hier sind sie schon wieder. Hier sind zwei. Kann ich da rein? Nee. Also irgendwann, wenn ich mal eine richtig krasse Sichel habe, dann komme ich hier runter und mache alles sauber. So, mal sehen, welchen Weg er geht. Weg ist blockiert, das ist mir schon bewusst, aber... Ihr müsst mir auch mal Zeit lassen. Was ist los? Ach, hier ist so ein Ding. Komm, ich sag mal, der Anker soll mal hier hin, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg. Da leuchtet was. Falsches. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel von dem Bronze-Seetang auch. Hier sind Muscheln. Oh nein, das ist das nächste. Scheint hier zu sein. Eine Pompom-Krabbe. Ich habe dafür nicht so Energie.
Weg ist blockiert. Ja, du bist ja schlau. Hab nicht so viel. Leute, ich habe nicht so viel Energie. Okay, da ist es schon. Ich hatte eigentlich gehofft, hier irgendwo. Mein Inventar ist auch voll. Ei. Hier ist gefühlt auch überall was. Einfach. Okay, wo war jetzt mein Anker? Da. Da war mein Anker. Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Sichel. Lass mal hoch. Ich finde, wir haben schon sehr gut was gemacht. Wieder zwei von... Dings gemacht. Hey. Puh, die Sonne ist heute zu grell. Da tun mir die Augen weh. Aber zum Fotografieren ist das Licht so gut. Okay. Oh nein! Hm. Jetzt habe ich vergessen, Saatgut zu kaufen. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Sag mal, wie lange hat er denn noch offen? Ja, 17 Uhr, jetzt ist er auf jeden Fall zu. Auf dem Menü. Na gut, kannst du nichts machen. Ist halt so. Da habe ich den Kompost wieder. Was ist das? Nee. Ja. Schnelle Übertragung. Alles rein, was keine Miete zahlt. Ich behalte das mal. Obwohl, wir nehmen das mal kurz mit, weil ich nicht weiß, ob man das nicht eventuell spenden kann. Da steht zwar Essen, aber man muss ja nicht alles essen. Ich habe schon zwei Gemüsesachen in Bronzequalität verschickt. Antonio sitzt auch den ganzen Tag nur da und... Also steht nur da und liest. Was anderes macht er nicht. So, Madame. Charles muss dann... Antihistaminikum nehmen. Ich weiß nicht, wie ich das ihm sonst sagen soll. Dadurch wird er sich buchstäblich besser fühlen. Warte. Nett, danke. Also sie mag auf jeden Fall diese pazifische Muschel. Die pazifische Auster, immerhin. Okay, Muscheln kann ich nicht spenden. Ja gut, dann probieren wir es beim nächsten Mal mit dem... Voilà. Wenn ich sehe, damit. Mit dem schwarzen Seeigel. Vielleicht mag sie Seeigel generell, die Muscheln, die im Prinzip im Meer sind. Ich komme ab ins Bett. Ab ins Bett. Es wäre schön, wenn im Prinzip ich habe noch nicht so viel Energie, ne? Ich brauche Stein. Ah, jetzt habe ich aber auch die Sachen nicht rübergebracht, ne? Zum Tempel. Hm. Können wir, glaube ich, beim nächsten Tag einfach machen. Du fühlst dich langsam müde, ich weiß.
Aber ein bisschen geht noch. Okay, sobald ich runtergehe auf unter 10, wird es schwierig. Allerdings brauche ich hier trotzdem 10 davon. Und hier hatte ich, glaube ich, die 5. Hm. Gut. Ja. Minimalistisch eingedingst. Was sagt denn die Wettervorhersage? Die Vorhersage und Umgebung. Morgen wird das sonnig und wolkenlos. Das ist das schlimmste Frühling aller Zeiten. Ich bin gleich wieder da. Moment. So, wieder da. Ab ins Bett. Ja, geh ins Bett. Beziehung zu Suki. Yay! Links nur eine. Ja, fast ein Tausender. Sehr schön. Was hatte ich jetzt gesagt? Ich brauche 17 Sachen für eine Sache, ne? Wird gespeichert. Ist ja in Ordnung. So, der hat schon mal gegossen. Was sehr gut ist, aber mir nicht so viel bringt. Ich liebe es, dass er direkt erstmal das nimmt, was er nicht nehmen sollte. So. Das brauche ich ja für Womans. Das nehme ich. Gegenstand kann nicht platziert werden. Doch, kann er. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Es war dumm, ich weiß. Aber ich habe es gemacht. Wir müssen jetzt eh warten bis 8 Uhr. Ne, 9 Uhr, ne? 9. Kann ich den Sprinkler herstellen? Moment. Ja, was brauche ich denn? Schrott, Seetang. Oh. Es würde schon am Anfang viel bringen, ne? Aber ich könnte eh nur einmal herstellen, wenn mir der Schrott fehlt. Bleibt dabei. Kein Wasser übrig. Ah, Mensch. Geben Sie mir doch das Wasser. So. Du kommst rein.
Da ich noch ein bisschen Zeit habe. Baue ich hier schon mal ein bisschen um. Na? Ahornsamen. Ich denke mal, das wird wie bei Stardew Valley sein, dass ich denn, wenn ich hier die Samen habe, dass ich die Bäume pflanzen kann, aber dann vielleicht auch ach, wie heißt das? So Saat, nicht Saat, sondern sag schon, sowas wie Ahornsirup und sowas sammeln kann. Das Gras würde ich tatsächlich, wie gesagt, so lassen. So, 5, 5, 5, 5. Wir kommen der Sache schon näher, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, verbraucht das nochmal Energie, wenn ich... Oh, ich bin heute echt nicht drauf, ne? Ich dachte nicht, dass der Weg so breit ist. Dass der sich so lang schlängelt. Oh, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Aber wird vielleicht ganz hübsch aussehen. Dass man das denn vielleicht noch so unterteilt oder so. Holzmüll. Ich finde den aber irgendwie hübscher. Oh, alles voll. Machen wir es erstmal so. Und dann kann ich die Sachen, die ich brauche, nochmal rausholen. Davon brauchen wir 10. Davon brauchen wir 20. Damit ich wieder Kompost herstellen kann. Davon brauchen wir 5. Aber schön, dass denn so der Müll im Prinzip genutzt wird. Also 8, 17. 17 von irgendwas. Wir haben den 15. Das heißt, wir könnten noch einmal Blumenkohl anpflanzen. Was auch immer das war. Kartoffel habe ich nicht. Sorry. Ich würde ganz gerne, aber ich habe keine Kartoffel. Ich habe schon darüber nachgedacht, mich niederzulassen und einen Laden wie diesen zu eröffnen. Aber unter uns, es entspricht nicht so ganz meiner Art. Weil du keine Ahnung vom Geschäft hast. 5 Tage. Ich hoffe ja, dass die dann im Prinzip gut Dings geben. 3500, als ob. Könnte ich eventuell schon meine... Ach, das sind Bomben.
Komposttonne, Extraktor. Da brauche ich auch Schrott. Bin echt am Überlegen. Du willst mit Bonbon spazieren gehen, aber du musst noch Besorgungen machen. Ja, ich weiß. Schön, dass das Spiel mich daran erinnert. Oh, das ist eine Miezekatze. Moment, Katze. Ach, Peanut sieht Butter sehr ähnlich. Sind sie Geschwister? Da ist Lilly. Können ja mal mit ihr reden. Kugelfisch ist ein Ölbohrunternehmen. Soweit ich weiß, wollen sie ein paar Ölplattformen vor der Küste errichten. Als wäre es da nicht schon dreckig genug. Bein gehabt. Oh, das war jetzt aber knapp. Nee, die Fliege habe ich schon. Mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt die Opfergabe abgeben. Da bin ich ja mal gespannt. So, guck mal. Davon brauche ich jeden eins, aber ich weiß nicht, ich habe keinen Wasabi. Im Sommer können wir mal ein bisschen drauf achten. Oh, bestimmte Sonnenblumen will sie haben. Ozean, Meersalz. Krieg ich auch noch eine Recyclingmaschine geschenkt? Keiner sagt was. Du hast es geschafft. Trink das, um meinen Segen zu erhalten. Jetzt kannst du meine Schreine benutzen und frei zwischen ihnen reisen. Okay. Trink's nicht. Trink's nicht. Und natürlich trinkt sie's. Oh, tut umgefallen. Göttlicher Segen. Was ist das? Süß was? Ach, hier sind Fische. Schaltet die Grabungsstelle frei. Uiuiui. Du verstehst nicht. Ich muss erst noch hier was finden. Das ist ja wirklich wie im Prinzip Schnellreise zur Farm. Mein Gott, das wird so gut. Wie mega ist das denn? Das wird auf jeden Fall erheblich einfacher. Sorry, aber das wird ja wirklich einfach. Ich habe 20 Steine. Was ist das genau? Kann ich hier mit hinstellen? Weiß nicht, wohin damit. Ich hoffe, ich kann es irgendwann mal wieder wegnehmen. Verarbeite 2 Müll zu Schrott. Also mehr, weiter als 3 darf es nicht sein. Guck mal, hier sind...
Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Wieso sind es denn da jetzt schon wieder? So viel. Muss mal gucken, wie weit das hier geht. Wann die sich treffen. Ich muss auch noch mal gucken, wegen Sachen verbessern. Also hier hinten treffen die sich schon mal. Das ist sehr gut. Und gleich geht es mir wieder richtig langsam. Wieder schlecht. Okay. Machen wir mal alles rein, was keine Miete zahlt. Das kann rein. Davon machen wir mal 20. Das wird alles verbraucht. Du kommst da schon mal mit rein. Hat schon mal nicht so funktioniert. Wo haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir nochmal 10. Weil herstellen kostet ja nichts. So. Und dann ist doch das schon mal schön eingezäunt. So, den Schmetterling lassen wir jetzt erstmal beiseite. Der interessiert jetzt nicht so hart. Und mir gehen schon wieder die Lichter aus. Merkt er das? Okay, ich muss aber noch ein paar Bäume hier weghauen. Dann haben wir das. Ich hätte schon ganz gerne, das gebe ich gerne zu, Obstbäume. Ich weiß aber nicht, woher ich die bekomme. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Tag 15 geht zu Ende. Ja, ich habe mir sehr viel verdient, das weiß ich. Soll ich machen? Kostet halt alles so ein bisschen. Ich hoffe mal, dass das. Ich denke schon, dass der Dünger was bringen wird, aber mal gucken. Das waren, glaube ich, Möhrchen oder sowas, ne? Oh, toll. Dings leer. Ling hat erst am 17. Geburtstag. Das weiß ich, das habe ich mir jetzt gemerkt. Kennt ihr das? In meinem Kopf sah das irgendwie besser aus. Du musst mal weg hier.
So. Kann ich dich weghauen? Ja. Du stehst mitten im Weg. Ich werde dann auch gleich dran machen. Vielleicht mal ein bisschen Holz. Also nicht Holz, sondern Stein zu hacken. Ich brauche unbedingt Stein hier. Wenigstens für den kleinen Weg hier. Das kann ich mit dem aktuellen Werkzeug kaputt machen. Okay. Ich merke schon, ich habe hier schon wieder so. Das ist halt nicht viel, was ich rauskriege, ne? Ich will wissen, wo die sich treffen. So. Da. Hallo Vampirdrache, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich versuche gerade so ein bisschen meine Farm auf Vordermann zu bringen. Mehr schlecht als recht, aber. Ich glaube, ich gehe vielleicht nochmal den Weg nach unten. Da ein bisschen Stein wegkloppen, damit ich da ein bisschen Platz habe. In meinem Kopf sah das Ganze richtig schön aus, aber ich weiß noch nicht so, ob das so wird, wie ich ganz gerne möchte. Man kennt's. So. Jetzt habe ich aber noch ein bisschen was an Stein. Ey, ich habe so wenig Stein, das kann doch nie wahr sein. Wo war nochmal meine Fertigkeitsliste? Hier, tauchen. Fangen, angeln. Fangen müsste ich. Angeln müsste ich auch mal ein bisschen mehr. Kaputt bei dir, ja. Auf was spiele ich? Ich spiele auf Steam, also über den PC. Ich habe aber auch erst angefangen. Ich bin noch im ersten Jahr, also so ist es nicht. Ah, okay, gut. So, hier kommt. Ich weiß nicht, ob mir so ein Dreierweg gefällt, aber was. Das ist jetzt aber frech, meine Freunde. Das ist aber frech. Schieben Sie ab. So, hier kommt denn noch so ein Weg hin. Ich wollte da oben eigentlich Obstbäume pflanzen. Das sieht aber jetzt nach so unglaublich viel aus. Ich weiß es nicht. Achso, ich wusste gar nicht, dass es gerade im X-Pass-Dings ist. Ich habe keine Xbox, also so. Nee, das war das Falsche. Also bis jetzt würde ich, kann ich es tatsächlich, wenn du ganz gerne Farmspiele spielst, kann ich das tatsächlich irgendwo empfehlen. Weil es ist wirklich wie Stardew Valley einfach. Aber auch sehr hübsch gemacht auf jeden Fall. Ich bringe jetzt mal den Schmetterling weg. Also du siehst sehr viel Ähnlichkeit zu Stardew Valley. Du hast hier das Museum, welches du füllen musst. Du hast im Prinzip sowas. Jetzt kein Gemeindehaus, was du wiederherstellen musst. Ach,
Ach, den habe ich schon. Wo du sagst, ey, ich muss jetzt im Prinzip das Gemeindehaus retten. Sondern da hast du eher so eine Art Tempel, wo du Aufgaben, wo du Sachen hinbringen musst. Als Quest. Auch hier hast du so ein Corporation-Ding, was im Prinzip alles zumüllt. Und ja. Aber die Grafik ist schön. Du hast eine ganz, ganz große Auswahl an Heiratskandidaten. 28, glaube ich, die du derzeit heiraten kannst. Ich versuche meine Cousins zu einer Erweiterung des Gasthausbetriebs zu bewegen. Vielleicht könnten sie ja Karaoke anbieten. Die Leute könnten Lieder auswählen und dazu singen. Aber sie weisen mich immer zurück. Sie können das Potenzial offenbar nicht erkennen, schätze ich. Hi. So, ich hätte ganz gerne. Dafür brauche ich Bronze, was ich natürlich nicht habe. Ach. Shit. Shit. Na gut, ich habe auch das Geld nicht, aber davon mal abgesehen. Da oben ist Yuri. Nee, Suki. Falls du jemals eine Unterkunft brauchst, bist du im Gasthaus jederzeit willkommen. Hast du wirklich gedacht, das würde mir gefallen? Haha, nein, war nur ein Scherz, es ist perfekt. Ich mag Gänseblümchen. Was für ein toller Tag draußen zu sein. Mist. Du fühlst dich langsam müde. Ja, danke. Ich würde ganz gern was essen. Das Totem der Legende steht offen, wenn man diese schwirrenden Waren fängt. Okay. Ach ja. Gucken. Pufferfisch. Das sind die Bösen hier im Spiel. Geh mal runter, um zu gucken. Kannst ja auch Tiere adoptieren. Ob ich nicht irgendwo was zu essen finde. Nee, ich hätte ganz gern was Nahrhaftes, Leute. Was haltet ihr davon? Man muss schon was Nahrhaftes essen. Hi. Okay. Die ist schon früh morgens betrunken. Ja, komm. Ja, iss mal. Okay, das hat schon mal wenigstens etwas Energie gebracht. Wenigstens etwas. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen tauchen. Schwierig. Die nehme ich natürlich mit. Du hast auch echt so einen zugemüllten Strand einfach. Erzmuschel. Aber gefühlt kommt halt der Müll einfach immer wieder. Egal was du machst, er kommt immer wieder. Die chillen ihr Leben. Glas.
Neulich war ich im Laden und wollte mir Grünkohl als Mittagssnacks kaufen, aber jetzt stell dir vor, Sam hatte keinen vollen Reinfall. Ja, die Herzensangelegenheiten. Bei mir kann man auch wieder abstimmen, wen man heiraten möchte. Guck mal, was sagst du denn dazu? Ernsthaft? Okay, es tut mir leid. Juri zu beschenken, ist schwierig. Sag ich ganz ehrlich, ich find's mega schwierig. Ihr habt nur schon was geschenkt? Also, die zeigt dir einen Vogel. Aber das eine brauche ich. Das eine kann ich gucken. Moment. Das ist Landwirtschaft. Ach, was mache ich denn? Ich kann es doch ganz voll einfach machen. Weil wir ja einen Schnellreisepunkt haben, können wir uns ja voll schnell einfach zum Dings porten. Zum Seetempel. Easy going! So. Das ist hier im Prinzip das Gemeindehaus aus Stardew Valley. Ozeanbeute. Nee. Süßwasserfische, Insekten. Keins von denen. Auch keins von denen. Und das sind seltene Fische und Ozeantierchen. So, wenn ich alle abgeschlossen habe, habe ich das Gewächshaus freigeschaltet. Also das dauert mindestens ein Jahr, bis man das hat. Weil du musst ja die Jahreszeiten abwarten. Ne? Jetzt fehlt mir nur noch eigentlich die Morsche, weil Möhrchen und Dings kann ich, glaube ich, noch anpflanzen. Möhrchen und Steckrüben. Also man merkt, ich finde, man merkt deutlich, dass vom welchen Spiel es inspiriert ist, aber ich finde das jetzt nicht so tragisch. Und ich finde auch bei den Heiratskandidaten ist wirklich für jeden was dabei. Ja. Ey, das ist mir immer noch zu laut, ne? Jo. Vielleicht teilen wir das einmal so ab. Das könnte man auch machen, dass man so bei der Hälfte der Strecke sagt, so, die eine Hälfte ist jetzt die Bäumchen. Ah, ich bin voll. Sorry. Ich bin voll, sagt das Spiel. Mein Inventar ist voll. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Du kommst mal wieder raus. So. So wird ein Schuh draus. Ist ja nicht so, dass ich das nicht hätte, ne? Jetzt gehe ich mal ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich kann dann im Prinzip immer in Abstand Bäumchen pflanzen. Hier Bäumelein. Doch, so Bäumelein. Kommt das so hin? So, dann kommt hier noch ein Bäumelein. Hier ein Bäumelein. Immer zwei daneben. Wenn das jetzt aufgeht, können wir leider keinen Zaun mehr ziehen, aber das ist egal.
Bam, guckt euch das an. Easy. Da ist noch ein bisschen Energie hier. Wie viele sind das denn jetzt? Ich sehe nichts. Geh mal weg hier. 3, 6, 9, 12, 13. Oha. Da ist, glaube ich, nur 3. Drei Bäume gibt, ne? Drei Arten von Bäumen. Ich habe sogar noch eine. Hoch da. Wie kann ich das nochmal sortieren? Auch Kiefer. Ach, was nämlich kommt, das mit der Morschel machen wir später. Oh, es ist schon 23 Uhr und keiner sagt was. Hm. Außerdem ist der Part auch wieder viel länger. Okay, ab dafür. Gehen wir mal schlafen. Sprengstoff! Ja! Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also ich kann von dir im Baum 3 pflanzen. Oder bin ich da jetzt falsch? Nee. 12? Nee, wenn ich 13 habe. So, die Hälfte von 13 sind eigentlich 6,5. Das heißt, von den Obstbäumen mache ich natürlich die 7. Und von den anderen Bäumen, also hier 2. Hochgestuft! Nahrung! Okay, ich sag dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich habe leider nicht so viel eingenommen, wie ich ganz gern hätte. Aber dennoch, Dankeschön fürs Zusehen. Denkt an die Abstimmung. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.